gibt es irgendwas Spannendes zu erzählen? Du? Außer das Team Jasmin Elimination Set. Auch gut, Jung Ulrich mit den 104er Pack. 104 represents Gang Shit! Ja, 104 kann man durchaus representen, das ist eine geile Gang. Ja. Und die beste. Ja. Muss man mal so sagen. Ja, jede Gegend hat irgendwie so ein eigenes Flair in Deutsch-Berlin. Und Prenzlberg hat den besten. Und Prenzlberg hat den besten. Ich würde sagen, Alter, ich habe eine Idee für Dennis Tierless Tuesday. Und zwar rankt alle 16 Berliner Bezirke ranken. Ortsteile. Richtig. Also so, was gibt's alles? Peberg. Ja, wobei Peberg ist ja inzwischen Teil von Pankow. Großbezirk. Friedrichshain-Kreuzberg? Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn, Treptow, Hellersdorf. Marzahn-Hellersdorf ist ja, Marzahn, ja, true. Reinickendorf. Zählt Spandau? Spandau zählt, glaube ich. Charlottenburg. Spandau ist aber eigentlich gar nicht Berlin. Ja, es ist offiziell noch Berlin, also ja. Es ist innerhalb der Grenze. Ja. Bitte. Aber wobei, Karo ist auch offiziell Berlin, aber ist immer so eine Sache. Aber werde ich Dennis mal vorschlagen, alle 16 Berliner Bezirke ranken. Alle U-Bahn ranken. Oh, alle U-Bahn ranken wäre auch was Nices. Oder ich glaube, U-Bahn Rankings wurde schon mal auf Twitter irgendwann diskutiert. Nee, wir in der WhatsApp-Gruppe. Ah, true. Ich weiß noch, dass ich für die U2 geworben habe, weil die U2 ist an sich sexy. Aber eigentlich nur wegen den Übergrundabteilen. Ich wohne halt U8, aber U8 ist so richtig weird. Ha? U8 ist richtig weird. Wie fährt die lang? Reinickendorf hoch zu also Wittenau und Hermannstraße. Das ist so weird, dass die erst Reinickendorf anfängt. Nee, die Menschen da immer. Achso. Aber trotzdem weird, dass sie erst Reinickendorf anfängt und dann trotzdem nach Norden geht. Nee, Süden. Süden? Aber Hermannstraße ist Süden. Achso, Hermann. Ja, okay. Wittenau ist Reinickendorf. Ich dachte, du meinst von Reinickendorf Richtung Wittenau. Nee, Wittenau bis Hermannstraße. Ja, okay, gut, das ist was anderes. Das heißt, die geht einmal durch Mitte durch? Ja, einmal hoch, Nord-Süd. Ja, okay, okay. Ich weiß nur, dass die U6 anders räudig ist. Ja. So ähnlich wie die U7, ich glaube, die ist nicht viel besser. U5 ist halt hat ein Upgrade bekommen. Die fährt jetzt zum Hauptbahnhof. Von wo? Alexanderplatz, also... Das ist aber keine große Distanz. Nee, das war ja früher die U55, die ist ja... ja cool, die war erst nur 3 Stationen, ne? Ja, und dann ist sie halt von... irgendwo Tierpark da irgendwo. Das ist, okay. Keine Ahnung. Also das ist die Ostbahn. Ja. Es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die man ranken kann. Ich glaube, Tierless Tuesday ist so eines dieser Formate, die man wirklich sein ganzes Leben lang machen kann. Aber weil es immer irgendwas gibt, was man ranken kann. Man kann auch immer, die Meinung ändert sich auch. Jo, man kann auch manche Sachen aber doppelt machen, weil sich manche Sachen auch objektiv teilweise ändern. Handsome Smashboss. Smashboss-Spieler hier, das. Könnte schwierig werden. Muss man auch erstmal seine gewisse Auswahl raussuchen. Deutschland Melee. Alle S-Tier. Deutschland Melee. Okay, das Ding ist, wenn wir Berlin Melee machen, alle S-Tier, alle. Durch die ganze Band weg, alle S-Tier. Aber Konati ist wirklich richtig handsome. Konati ist richtig handsome. Ja, safe. Aber er ist sehr klein geraten. Oh, Özge Schmözge, rated mit 387 Personen. Oh mein Gott. Unser Zuschauer-Account hat sich einfach gerade verhundertfacht. Aber wir haben trotzdem nur 6 Zuschauer, alle sofort. Was geht, ihr Özge Schmözge? Bitte bleibt hier. Es ist nur guter Content, den wir hier sehen können, denn es ist nur noch Top-Level-Melee ab jetzt. Und was geht, Likey? Oh, Likey. Likey, wo bleibst du eigentlich? Wieso bist du nicht bei diesem legendären Weekly? Özge hat geratet mit 387. Yeah.
Wir haben trotzdem nur 6 Zuschauer. Kevin. Ist Kevin da? Kevin ist da. Kevin ist im Chat, glaube ich. Kevin. Der guckt einfach zu. Kevin! Lass mal irgendwann mal chillen. Kevin ist schon eine Person, hier ist die Arthur, so. By the way. Hä? Ja, und 387 Personen-Raid. Schnuller pausiert sein Match. Kein Schwein ist hier. Alter, diese Verzerrung da oben ist sehr witzig. Das ist einfach 2-0 oder 2-1? 2-0. Ja. Kevin, du musst jetzt bitte antworten in dem Chat. Yo, yo, Tymansku. Also Dennis hat halt nicht knapp. Okay. Alter, diese ganzen Bombard. Followers. Was geht, Leute? In Berlin Smash am Ausrasten. Das ist immer das Gleiche. Ich glaube, die Zuschauer müssen mal aktualisiert werden. Kann man das sehen? Oh, oh mein Gott. Ui, Özge schaut auch zu. Ach so. Phone Verification. Ne, ich kann das mal ausmachen. Irgendwo. Alles aus, jeder kann chatten. Ja, das ist halt für Bots eigentlich preventen. Aber schreiben Bots viel in Chat? Wir hatten schon richtig oft Bots, was halt richtig weird ist. Ja, das sind auch teilweise immer dieselben. Ja. Das kenne ich ja noch von vorher, bevor Corona war und so. Wo sind Einstellungen? So. Ich glaube, jetzt könnt ihr es. Oh mein Gott, jetzt Let's kommen die go. Pflanzen. Ja. Ja. Nice. Endlich Chat raiden. Na Mann. Runter mit den Mauern. Oh mein Gott, welchen Genöskes. Ist das der offizielle Name für die Özge-Zuschauer? Ja. Interessant. Mal gucken, ob Dennis jetzt einen Boost bekommt durch die ganzen. Ja, safe. Dennis spürt die Energy. Ja. Ihr müsst jetzt alle Dennis die Energy verpassen, damit es hier ein spannendes Set wird, ja? Er ist so close for defeat. Er braucht unbedingt die Energie der Leute. Jenny P6, Aua in den Chat. Oh. Unholy percentages. Und? Gut, dass die Twitch-Statistiken immer noch sagt, wir haben 6 Zuschauer. Ja. Ja, genau. Okay, seien wir ehrlich, ich glaube, das ganze Prinzip von schenkt ihm seine Energie bringt nicht ganz so viel. Ich glaube, es ist ziemlich over. Tut mir leid. Oh mein Gott. Oh, aber kann er noch einen raushauen? Okay, still alive, still alive. Und das war's. Okay, one more shot. Ja. Oh, das kann es gewesen sein. Ja, Konati kann nicht. Kann <Down Smash. lacht> Kevin, falls und du. Und das war's. Kevin, falls du noch da bist, du musst dich jetzt bitte melden. Du kannst dich jetzt nämlich auch melden, also tu's. Dennis, was sagst du von den Raid, von den Geschwistern? Ja, hab ich gehört. Natürlich jetzt zu einem blöden Zeitpunkt, ja. Sage ich mal. Ja. Ungünstig.